Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Uncharted 3 Drake's Deception. Jetzt geht's weiter mit dem Teil, wo wir aufgehört haben. Dieses, ich sag jetzt mal, es ist ein Schleichlevel, es ist auch ein Schleichlevel und ich mag keine Schleichlevel. Also, ja. Wir müssen leise sein. Ich habe auch schon einen Plan, wie ich das Zusammenbleiben! mache. Findet sie! Als erstes du. Einer in diesen Schleichlevels hat für gewöhnlich eine schallgedämpfte Waffe. Was war das? Ach komm, das war jetzt kein Stealth Takedown. AK. Okay, ich muss das Schleichlevel sicherlich schleichig spielen. Wir müssen leise sein. Findet sie! Ich nehme jetzt mal nicht die Magnum. Ich frage mich, was das überhaupt sein sollte. Eine Magnum-Revolver mit in 50 Cal. Ach, das gibt's doch nicht. Jetzt passe ich. Nein, 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 nein. Das hier werden jetzt sehr viele Tote sein. Ich bin kein Schleichlevel-Fan. Ich mag Stealth nicht. Wenn ich ein Stealth-Spiel spielen will, dann kaufe ich mir ein Stealth-Spiel. Sniper Elite, da habe ich Stealth sehr gern gemacht. Da war das so mehr oder weniger interessant umgesetzt, wie man da das mit lauter und leiser machen musste. Nicht mit lauter und leiser, sondern so mit den Geräten um einen herum. So. Das gibt's doch nicht. Das war ein Stealth Takedown, aber nein, war kein Stealth Takedown anscheinend. Wirklich, wenn ich da drauf greife, bevor was passiert, bevor der das, dann lässt er die einfach liegen. Okay, du bist weg. Müssen die alle ausgeschaltet werden, ist gerade meine Frage. Das gibt es nicht. Ich wollte in Deckung gehen, aber die Deckungstaste funktioniert nicht.
Ehrlich, ey, das ist so ein Müll. So. Findet sie. Erst du hier unten. So, dann kletter ich hier hoch. So, dann bist du schon mal weg. Kann ich hier irgendwie hoch? Nein, kann ich nicht. Was war das? Das gibt es nicht. Leit ihn raus! Ich sehe dich. Passt auf! Komm schon, Deckung. Es wäre eigentlich schön, wenn der eine Typ mithelfen würde. Doch. Freunde. Nein, 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 nein. Das war nicht gerade sehr nett. Ist das der letzte? Hoffentlich ist das der letzte. Also ich glaube nicht, dass das jetzt der letzte war. Da oben muss ich hin. Ja, nehme ich lieber als die Para mit. Müsste eigentlich eine Glock sein. Also sah aus wie eine Glock jedenfalls. Hier lang. Ganz genau. Oh. Das ist ein... Ja, oh.
Ich wusste, dass das zu einfach wäre. Warte. Vor 1000 Jahren war das kein Lagerraum. Nein, Mann. Wir übersehen etwas. Hey, warte doch mal. Die Statuen, siehst du? Eine hat oben, eine unten. Ja. Sieh mal, oben, unten. Es ist dasselbe Thema, wieder und wieder. Also eine weitere Brotkrume auf dem Weg? Es sieht fast so aus. Das Teleskop. Ja, klar. Danke. Nach was suche ich denn? Hey, da ist das Symbol wieder. Ja, diesmal ist es vielleicht nicht oben, sondern unten irgendwo. Dann muss es etwas mit dem Schloss selbst zu tun haben. Warte. Ja, da. Aha. Wie unten, so oben? Ja. Okay. Beweg das Visier nach oben. Was siehst du? Mal sehen, wo ist denn dieses Drecksding da? Direkt nach oben gezogen. Ja, diese Säulen. Das muss es sein. Okay, gehen wir rüber und sehen es uns an. Ja, unterwegs treffen wir Sally und Chloe. Sie sind da drüben! Shit! Die haben uns! Komm schon, Charlie, wir können hier nicht bleiben! Wir müssen weg! Das ist Sally! Okay, Sally! Oh, fuck. Was ist das jetzt mit dem... Ah, fuck. Das war ein sauberer Kopfschuss. Ich habe so das Gefühl, dass ich hier falsch bin. Also. Ist ja auch egal. Sobald ich die Säulen erreicht habe, ist die Folge zu Ende. Sehr nützlich. Autsch, das wird ja falsch. Das könnte schief gehen. Es ist so dunkel, der Bildschirm ist so dunkel, dass ich nicht sehen kann, ob hier direkt vor mir... Ach nee, das ist ein toter Charakter, der auf dem Kopf liegt. Ach komm. Wirklich, nur weil der erste Schrotflintenschuss ihn nicht direkt getroffen hat. Ich glaube, der hat geskriptete Punkte, wo er hinschießen muss. Oh Mist! Jetzt weiß ich, wie ich da hinkomme. Nein, falsch. Oh, toll.
Das Teil konnte wirklich in der besten Sekunde jemals leer gehen. So, jetzt reicht's mir. Spagat. Ey, komm, das kann doch nicht so schwer sein, ehrlich, ey. So, wo sind hier die Heavies, da hinten kommen so? Granate! Ich hab was für dich! Okay, Sally. Der war geskriptet. Jetzt muss ich hier runter, um neue Munition zu holen. Hast du eine AK? Nein. Hast du eine AK? Nein. Existieren überhaupt noch AKs? Die wurden doch so viel gebaut. Das gibt es nicht. Das ist gerade so nervtötend einfach nur. Nein, 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 nein! Und bitte! Okay, Sally! Die beiden sind wohl weg. Okay, ich schaff das. Achtung! Ehrlich, ey. Wäre ich jetzt schon wieder fast explodiert. Ja, gehe ich mal mit der Close Defend rein. Ich sehe dich. Schützen im Turm. Die sind zu zweit. Da. Wir können die Säulen vom Turm aus erreichen. So. Hoffentlich finde ich jetzt irgendwo noch ein Gewehr. Nein. Komm schon. Wir müssen sie einholen. Also Veda ist... Zumindest in einem Stück. Kommt, ich glaube, wir haben etwas. Schön, dass ihr okay seid. Gleichfalls. Hüa!
Das ist die Wand. Okay, der Eingang zur Gruft sollte irgendwo hier sein. Und? Was sagt der gute Lawrence dazu? Gar nichts. Weiter kam er nicht. Und wir sollen es schaffen. Symbolisch ist ein Eingang durch zwei Säulen gekennzeichnet. Toll. Welche? Und ein Eingang zu was? Naja, zu einem anderen Reich, einem Heiligtum, einer Opferstätte. Oh, das hört sich spaßig an. Hier, die hier. Hey, vielleicht um die Ecke. Ja, okay. Habe ich schon alle drei nachgeguckt. Nein. Geben Sie sie mir. Gut. Das Tagebuch. Danke. Trau niemals Drake. Wo ist eigentlich Charlie? Wer weiß. Nein, nein, nein! Shit. Er ist weg! Was zur Hölle? Hey Charlie, bist du okay? Charlie? Was zur Hölle? Schaut euch das an. Oh Mann, was soll diese Geheimagenten-Scheiße? Hoffen wir mal, dass die Dosis nicht zu hoch war. Oh nein, 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 nein. Oh Mist. Bleib ruhig, schau mich an. Charlie, hier, los, wir müssen jetzt weiter, okay? Lass mich los. Hau bloß ab. Niemand will dich anfassen, Charlie. Was zur Hölle war in dem Fall? Dein Gesicht blättert ab. Tja, was auch immer es war, jetzt hat er üble Hallos. Charlie, hör zu. Hey, alles ist Hau gut. Hau ab! Ha! Ich lass mich nicht mitnehmen. Hey, niemand nimmt dich irgendwohin mit. Komm, komm doch einfach mit uns, okay? Ja. Oh nein, der Boden schmilzt. Wir können nicht bleiben. Weiter. Wie? Wir müssen irgendwie den Grufteingang finden. Toll, wie machen wir das? Na, Charlie hatte eine Spur. Ich weiß nur nicht genau, was. Der Zauberstab des Magiers. Oh Mann, ohne sein Tagebuch kommen wir nicht weiter. Lass mich nachdenken. Okay, hermetisch. Vom griechischen Hermes, was Säule heißt. Ja, das wissen wir schon. Sieben Säulen der Weisheit? Zwischen Gnade und Härte. Wartet. Wir haben es missverstanden. Es ist nicht der Raum zwischen den Säulen, sondern die mittlere Säule. Balance. Was? Das stand in Charles Buch. Die Säule der Balance zwischen den beiden Extremen. Zwischen Schwarz und Weiß, Wasser und Feuer, Mann und Frau. Der Mittelweg. Der Mittelweg. Und da soll jetzt jemand durch. Ah ne, man muss die reindrücken. Was ist das? Sally, hilf mir hier mal. Und keiner hat sich mal gefragt, ey, guck mal, da ist so eine Struktur. Warum haben wir nicht irgendwas im Haus? Nein, schon gut, Charlie, komm schon. Warum glaube ich, dass wir hier schon wieder auf diese dämlichen Spinnen treffen? Oben und unten sind beide gleich. Aha. Na bitte. Hier lang. So, ich würde sagen, das war's aber auch für diese Folge. Ab hier geht's jetzt wieder normal weiter. Morgen kommt ihr erst her zum Tiger 2P. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.